Sitzen wir echt zusammen und machen den ganzen Kram alleine. Da sind so viele Ideen drin und teilweise qualmen uns echt die Köpfe. Klar sitzen wir auch hier und labern viel Scheiß und so, aber ich meine, das gehört dazu, wir müssen noch mal ein bisschen ausschalten. Aber ansonsten sitzen wir echt zusammen, man, machen die Scheiße zusammen, die ganzen Ideen sind zusammen entstanden und ist auf jeden Fall ein krasses Teil bis jetzt. Hammer. Ja. Fact on the Maze, Alter Noir. Bestes Ding bis jetzt, bestes Projekt meiner Meinung nach. War mir eine Freude, wie gesagt, oder ist mir noch eine Freude, mit der Maze zusammenzuarbeiten, Alter. Ja, nach dem ganzen Scheiß und dafür holen wir die ganze Kacke jetzt nach. Making of. Ich mache jetzt ein bisschen Palaver übers Album. Produzentenmäßig haben Crystal, Rockstar, Jumper Beats und ich mitgewirkt. 4 Beat-Produzenten sind drauf. 90% hat Crystal produziert an den Beats. Ein Beat haben wir von Jumper Beats, einen von Rockstar und einen von mir. Der Rest hat alles Crystal produziert am Beat. 6.17 Uhr. Müde. 2 Tracks. Till und Sanduhr. Sehr coole Tracks geworden. Ja. War sehr lustig. Der Abend. Viel geschafft wieder. Eingeholt, was wir die letzten Tage nicht geschafft haben. Und ja, dies, das läuft. Grobe Mische von dem Track Pinocchio. Werden jetzt die Fehler rausgecuttet und Lautstärken unter den verschiedenen Spuren angepasst. Und dann, wenn alles fertig ist, wird das alles nochmal fein gemischt. Jetzt ist nur die Grobmische, dass wir uns das anhören können, um vielleicht die Hook drauf zu schreiben oder halt weiter Ideen zu sammeln. Aber so ist schon Bombentrack geworden, Alter. Geht steil. Die Zeit und die Mühe nehmen, Alter, dich hinzusetzen und das Projekt einfach mal durchzuhören und wirklich zuzuhören. Nicht anhören und nächster Track, 3 Minuten 20 sind vorbei, sondern dich echt mal hinsetzen, Alter, und die Texte mal ein bisschen überlegen, was wir da überhaupt meinen. Weil jeder Track hat bis jetzt eigentlich das ganze Projekt an sich hat Sinn und Verstand, Alter, ein bisschen auf die Kacke hauen ist normal, aber ansonsten. Ich bin wieder am Suchten nebenbei. Ja. Ich schließe mich jedem Wort an, was er gesagt hat. Ist so. Nur, dass ich eine fette Kreuzspinne vorne auf dem Kopf sitzen hatte, ist alles cool gewesen. Ein bisschen Beef hier und da. Ja. Ja. Fertig. Guckt euch mein Handy an. Worauf ich meine Texte schreibe. Guckt euch mal. Ey, wenn du so willst, habe ich 2 Parts geschrieben, Alter. Ich habe 2 Parts geschrieben. Ich habe ja den mit Ruhe, Liebe und den anderen, Alter. Und den anderen ist auch bei.
So, jetzt wird aufgenommen, Alter. Ja. Kameramann, Platz wechseln, gib mir den Stuhl, ich muss jetzt. Du Fotze! Mace geht in die Kabine, Alter. Ich recorde ihn jetzt. Und Alter, wir haben es bis jetzt nur einmal hingekriegt, uns um 5 Uhr morgens hinzulegen. Ja, es war sonst immer später, Alter. Also 5 Uhr war echt bis jetzt das Früheste, was wir gepackt haben. Vierte Woche ist in Gange gerade. Wir leben nur im Studio, ernähren uns von den ungesündesten Sachen überhaupt. Bis auf einmal am Tag, da essen wir gesund. Beziehungsweise normal. Weil meine Mutter kocht. Der Rest aber immer nur ungesund. Immer nur Red Bull, Cola, fertig Cappuccino-Kram, fertig Fraß. Etc. Ist scheißegal im Endeffekt, wer als erstes und als zweites drauf ist. Hauptsache der Track ist cool, Alter. Bis jetzt müssen wir echt sagen, siebter Track sind alle auf jeden Fall Kracher geworden. Beziehungsweise den siebten, den wir jetzt aufnehmen, auch wieder ein Brett. Geben uns auf jeden Fall Mühe, Alter. Schließen uns hier auch echt ein und ketten uns hier fest und arbeiten auch echt zusammen. Also es ist nicht so, dass jetzt einer irgendwie weg ist. Ist mega anstrengend, wenig Schlaf und so. Und Kreativität hervorruft bei mir in übertriebenen Maßen Kopfschmerzen oft. Wir gucken uns, wir schneiden gerade den Teaser. Hammer. Nee, und aber ganz ehrlich, es macht richtig Bock. Studiozeit so ist überhaupt die geilste. Sind gerade dabei, Sanduhr zu schreiben. Sind beide auch fertig jetzt. Nehmen jetzt gleich auf. Ist jetzt der 7. Track, den wir fertig haben. Und das ist jetzt auch schon mittlerweile 2:30 Uhr nachts. Ich denke mal, wir werden noch bis um 5 oder 6, ich denke mal ja bis um 6 im Studio sein, aufnehmen, recorden, abmischen. Und ja, rein wieder aufgenommen. Noah, das ist auf jeden Fall ein sehr cooles Projekt, Alter. Ich freue mich, dass ich mit der Mage zusammenarbeiten konnte. Wird ein krasses Ding. Seid gespannt, Alter. Viel Spaß. So, es hat mal Langeweile morgens im Team Studio. 4 Uhr. Genannt, gemixt wurde das alles von uns selber, von Fakt und mir. 4 Ohren hören bekanntlich besser als 2. Cover ist selber von uns gemacht worden, Fotos sind selber gemacht worden, Videos, alles selber gemacht, bis auf die Beats. So, sonst alles selber gemacht. Und das ist, wir sind schizophren, weil zum Beispiel in mir wohnt ein Grafiker, Videokram-Mann,
ein Fotokraummann, ein Mischer, ein bla bla bla. In Fakt wohnen auch ein paar Leute. So Videos schneiden und so kann er auf jeden Fall auch gut. In uns wohnen mehrere Menschen so. Und wir sind zwei kreative Köpfe, die nicht nur machen, sondern auch ja, sich einen Kopf machen, wie man es macht. Und wir machen es dann auch und wir ziehen die Woche oder die Wochen haben auf jeden Fall gut durchgezogen, Alter. Bin stolz auf uns. Ist echt krass geworden, Alter. Krass geworden. Sein Party um kurz vor 4 Uhr nachts auf dem Mittwoch, auf Donnerstag, von Sanduhr, gefühlte 10, 15 Minuten erst in der Kabine, aber schneller als ich, habe eine 3-4 Stunden gebraucht und gut aus. Ich bin nur ein Moment, in dem ich hier in Freiheit lebe. Wenn ich hier draußen bin, nur ein, der mich hier versteht. Für den Moment in die Sterne sehen und ich sein. Mit dir hoffen, dass die Erde all und sein verstehen kann. Gib mir nur einen Moment, in dem ich hier in Freiheit lebe. Wenn ich da draußen bin, nur ein, der mich hier versteht. Für den Moment in die Sterne sehen und ich sein. Mit dir hoffen, dass die Erde für uns einfach stehen bleibt. Weil die liegen, um dein Lächeln zu sehen. Diesen Augenblick zu halten, bis die Sonne uns trägt. Und mein bestes Freund noch sagen, Mann, wie wichtig er ist. Dicker, du und ich, wir beide und das ändert sich nicht. Noch mit Mama und Geschwister, die sie gucken zusammen. Egal lachen oder weinen, denn wir halten zusammen. Und die Namen meiner Leute hab ich tief in meinem Herz. Jeder einzelne von euch ist der Augenblick wert. Lass mich feiern und genieß noch die Zeit, die ich hab. Um über Scheiße nachzudenken, wird die Zeit zu knapp. Ihr seid alles, was ich habe und das nehme ich jetzt mit. Seht von oben diese Lieder und ich hoffe, ihr seht mit. Yeah! Zur Mitte, zur Titte, zum Sack, zack, zack. Heute ist der 27. Oktober, 20 vor 9. Ich habe gerade meinen Solo-Track aufgenommen. Den Beat hatte ich gestern schon angefangen und heute fertig gebaut. Gerade aufgenommen. Grob gemischt ist er auch schon, jetzt feinarbeiten. Und jetzt geht's an den nächsten Track. Deutschrap sieht schwarz. Wir haben den 28.10. 5.17 Uhr, 3 Tage vorm Release. Wir haben gerade unsere allerletzten Aufnahmen beendet von Noah. Das Ding ist überkrass geworden, Alter. Und
bin echt überrascht, was wir in den 6 Wochen geschafft haben. Und ja, stolz auf das ganze Ding, auf jeden Fall. Ihr wisst ja, wie es jetzt ist, ihr wisst, wie es sich anhört. Für uns war es echt eine üble Arbeit, das war wirklich 6 Wochen knüppelharte Arbeit hier im Studio. Sehr viel Energy, sehr viel Kaffee. Wie ihr seht, rauchen wir drinnen, das machen wir eigentlich gar nicht, aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, es ist vorbei. Nur noch ein bisschen abmischen und dann ist Noir beendet. Wir haben es geschafft. Bam! Fucked on the Maze, Noir, bestes Album. Hammer. Wir sind raus. Tschüss! So, 3. Woche, auf Mittwoch, 6 Uhr abends. Haben jetzt 11 Tracks fertig. Warten jetzt noch auf Argon, der kommt aus Berlin hierher. Der heute Abend mit auf dem Track sein wird fürs Album. Haben uns vorgenommen, 2 Tracks heute Abend zu recorden. Und ja, mal gucken, was der Abend bringt. Und let's go. Yes, yes, yo, AGON ist hier. Ich bin heute hier zu Besuch bei Maze und Fakt. Das Ding, was sie gerade basteln, war, hört sich extrem geil an. Ich bin der, glaube ich, einer der Ersten, der da mal reinhören durfte. Und das, was ich bis jetzt so an rohen Sachen gehört habe, was noch nicht abgemischt ist, ich kann nur sagen, toppi toppi, toppt alles. Und ja, es wird zerficken, Alter. Wir schreiben gerade Treibsand, der 12. Track, den wir fertigstellen. Als Feature haben wir uns keinen geringeren als Argon mit dazu geholt. Beat habe ich vorhin aus Langeweile produziert. Wir haben entschieden, dass wir den nehmen wollen dafür, weil der passt. Jo, jetzt gerade am Schreiben, nachher recorden und gucken, was der Abend noch bringt. Vielleicht schaffen wir noch was. Auf jeden Fall ziemlich schwarz in Deutschland. Ist die beste Produktion, die ich bisher von den beiden gehört habe und ist eine sehr gute Kombination. Die Killer-Kombo, sage ich mal so, in meinen Worten. Ich durfte hier ein bisschen mitwirken, bin da stolz drauf, bin stolz auf die Jungs und freue mich auf das, was kommt. Deutschland sieht schwarz. Wir kommen gerade vom Dreh, vom Teaser, den ihr gesehen habt jetzt schon mittlerweile. Wir haben ihn gerade gedreht bei plus 5 Grad. Um 20 Uhr haben wir angefangen zu drehen und waren um kurz nach 10 wieder zu Hause. Also ein bisschen über 2 Stunden hat es gedauert. Jetzt importieren wir gerade das, was wir gefilmt haben. Und dann schneiden wir es, dann exportieren wir es, dann kommt die Nachbearbeitung, Effekte und Titel, Untertitel etc., damit es wieder auch exportiert. Dann wird der Sound drunter gelegt. Wird noch auf jeden Fall nochmal bestimmt 5 bis 6 Stunden Bearbeitung kosten. Aber ihr habt das Resultat gesehen und ich hoffe, es hat sich gelohnt. Ich hoffe, ihr findet es cool. Wir hoffen, dass es cool wird, weil wir wissen ja noch nicht, wie es aussieht. Jetzt, wo du es siehst, weißt du ja, wie cool es ja schon aussieht. Weil, ne? Ja, 23.06 Uhr, wir sind im Studio und rotieren, schneiden. Nachher gibt es einen Zwischenbericht. Obwohl, warte, nee, das ist scheiße. Wenn du dann nämlich hochfährst... Pusat, musst du von alleine langsam runterfahren, das wird doch ein... Und dann nur bis zur Tasche, oder nicht? Nee, wieso? Da wo... Ja? Ja, wollten wir das rein? Ja. Ach so, ja, das ist so, okay, alles das muss, okay. Flüssig überall. So. Und jetzt rufst du nochmal an und dann filmen wir nochmal, wie du auflegst. Einfach nur mal so. Vielleicht, ja? Umso mehr Aufnahmen, umso besser. Ja, dann geh mal an dein Handy ran, du Lappen. Ich? Wieso? Nee, du sollst einfach nur wieder auflegen.
Podcast telefoniert. Aufnahme, Leute. Yeah. Ich nehme das jetzt einfach schon mal auf, ja. Ich will jetzt echt durchziehen, dass der Scheiße heißt und dann machen wir Pause. Aber mit dem Handgeben, da warten wir ganz kurz, dass wir auch einen Cut machen können. Falls geht, weißt du? Ja? Beides zu sehen. Du musst auch so, wenn wir uns die Faust zu geben, ungefähr die Höhe, die müssen drauf sein. Achso, ich muss ja ein bisschen schräg, ja. Ja, ja, gut. Ich filme jetzt so und dann nickst du einfach und du gehst. Mich sieht man nicht mehr. Du gehst so und dann nimmst du die Maske, ab. Wenn ich sage go, dann komme ich ein bisschen und wenn ich das nächste Mal go sag, dann fährst du langsam schon hoch und dann filmst du das so. Ja. Zwischenbericht, Fakt beim Schneiden. Ich bin jetzt bei 1, weil wir von 10 runtergegangen sind. Ich denke mal, ich brauche jetzt noch 5 Minuten, dann bin ich durch. Hier wird nochmal geguckt und wenn soweit alles cool ist, hauen wir das dann in After Effects rein und der Mace macht dann den restlichen Kram. Untertitel etc. 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 Und ja. 2 Uhr ist es jetzt, nachts. Mittwoch auf Donnerstag. Ja. Persönliche Meinung? Bisher? Bis jetzt cool, Alter. Also mit der ganzen Idee, die von wie alles an Noir von der Mace und mir kommt und stammt. Ja. Bombending bis jetzt. Kann mich eigentlich gar nicht beschweren, muss ich sagen. Aber ich denke mal, klar, Feinheiten kommen noch so, ne, aber. Okay, wir sind ja gerade beim Videodreh von dem Track Noir. Der Titeltrack vom Album. Haben gerade den Part von der Mace in den Kasten. Den ersten Teil auf jeden Fall. Gleich geht's weiter mit meinem Part. Und Kameramann ist der Zelle heute mal. Guter Junge. Und ja, der wird geschnitten. Heute Nacht wieder fertig gemacht, Alter. Ist im Kasten Noir, der Track Noir für das Album Noir von Noir und Noir. Jo, wir drehen jetzt gerade meinen Part. Der Mace Part ist im Kasten. Beziehungsweise meiner ist fertig. Jetzt kommt der Part mit der Maske. Und let's go. Scheiß Roller aus! Beim Rappen oder was? Nee, jetzt. So, wegen, weißt du, dass man auch mal eine Zwischenszene hat, wo wir nicht rappen. Okay. Hier. Und jetzt einmal durch das Gitter durch. Nochmal, ne? Denn dein. Machen wir jetzt einmal bisschen
Techno. Oder ganz im Bad. Wenn die Jagd und die... Bilder machen krank und pressen. Ach scheiße, ich wollte das mit dem Stoff wieder machen. Mann, Alter. Mach mal weniger Hook-Vorlauf, Alter. Waffe. Denn so, und dann gehen wir immer nur einen Schritt so, weißt du? Film wegen Zwischending. So ein Kran wäre jetzt geil, den man hätte, der so fahren würde, so richtig einmal rumfährt. Nein, haben wir nicht. Du meinst, das reicht auch denn? Nicht, dass wir zu Hause sitzen und du sagst, ey, schon wieder gewinnen, ey. Dann ist das auch nicht toll. Jetzt 2, 3, 4 Minuten machen. Wir haben einfach lange Beule. Ey, Daddy, heute musst du Buddy machen. Du warst letztlich. Ich hör, Digga, ich mach dir nicht, Digga, Mann. Ich höre jedes Mal, wenn ich hier bin, ich soll Party machen. Ich höre immer, er sagt, oh, ich höre deine Ohrläppchen weg. Die Mode. Was für Digga, was tust du, Digga? Ich höre, ich hab gewohnt, hier wohnt dieser Mace, er gehört. Er ist voll der schräge Junge, Digga. Er hat gar keine Ahnung von Deutschmusik, Mann. Du Muschi. Vor allem, weißt du, das Lustige? Er lacht, aber durch die Maske sieht man ihn nicht lachen. Das sieht voll komisch aus. Er lacht und er muss. Ja, Mann. Bist du so weit? Wollen wir das echt durchziehen? Wollen wir den Scheißen? Wollen wir den Scheiß echt durchziehen? Okay. Bist du so weit, Mann? Los, Mann. Junge. Alter, mir ist der heftig. Warte mal. Boah, das ist verschwommen jetzt. So, jetzt. Boah. Ist auch schön scharf. Wie ist das Shit, Alter, mit dem Licht? Weißt du warum? Nee. Wieso, was hab ich getan? Okay. Bist du soweit? Hör auf! So. Lass den Scheiß durchziehen. Lass doch alles. Lustig. Bist du soweit? Ja, lass den Scheiß durchziehen. Bist du soweit? Lass den Scheiß durchziehen. Schau, so vorsichtig. Deine Mutter.
Deine Mutter. Fick dich. Okay. Gut, jetzt. Bist du soweit? Was soll ich noch? Wollen wir den Scheiß wirklich durchziehen? Wollen wir es echt durchziehen? Ja, Wollen wir den Scheiß durchziehen? Hast du das vorhin auch gesagt? Was hab ich gesagt? Ich weiß das auch nicht mehr. Wollen wir den Scheiß wirklich durchziehen oder wollen wir den Scheiß durchziehen? Ist ja egal. Ja. Los. Nimmst du auf? Ja, ja. Bist du soweit? Lass uns, wollen wir... Nochmal. Okay. Warte. Los. Bist du soweit? Wollen wir den Scheiß wirklich durchziehen? Wollen wir den Scheiß wirklich durchziehen, Mann. Okay, nochmal. Fertig? Ja. Bist du soweit? Nun ja. Bist du soweit? Wollen wir den Scheiß durchziehen? Wirklich? Scheiße. Ja, aber jetzt komm. Okay. Bist du soweit? Wollen wir den Scheiß durchziehen? Scheiß auf alles. Deine Mutter. Deine Mutter. Nimm deine Maske ab, du Spasti. Ja, du Spasti darfst ja nicht sagen, sieht man. Das ist doch nur ein Test jetzt, also. Wegen. Sascha? Ja. Richtig lange. Siehst du? Ja, machen jetzt die letzten Sachen an der DVD. Und ihr wisst ja, wie es ist. Hauptsache, es ist für euch cool, uns gefällt das auch. Top geworden. Und ja, bisschen Verspätung, tut uns auch leid, Alter, aber dafür habt ihr ein paar spezielle Sachen, die dazugekommen sind. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Noah, Amaze, Fakt. Top 29. Album. 2-9.